Ja, hallo liebe Sportfreunde, ich bin's wieder Sven und heute habe ich ein besonderes Training für euch. Ich trainiere mehrmals die Woche, aber ich trainiere nicht immer gleich und das möchte ich euch auch zeigen. Ich trainiere heute mal mit diesen Gummischläuchen oder Gummibändern. Die haben verschiedene Stärken. Die sind wirklich mega cool zum Trainieren und das möchte ich jetzt euch mal zeigen. So 15 Minuten geht das Training. Viel Spaß! Jawohl, okay, hier die Gummischläuche, die haben verschiedene Widerstände, leicht, mittel und schwer. Ich trainiere immer so, dass ich dann schön am Anschlag bin. Ich mache immer so 35 bis 40 Sekunden. Ich weiß nicht, was ich heute eingestellt habe, aber heute habe ich 40 Sekunden eingestellt. Und ich schaue immer so, dass ich schön an die Grenzen komme. Das ist ein gutes Workout. Die Bänder sind wirklich mega cool. Die könnt ihr überall kaufen im Online-Shop. Sonst fragt ihr hier bei mir. Ich gebe euch gerne Tipps, wo ihr die kaufen könnt. Und ja, ich variiere halt immer so, je nach Übung habe ich manches Leichtes brauche oder ein Mittleres. Und je nachdem, also die Arme zum Beispiel, die ich meistens das Schwarze, das Schwierigste. Könnt ihr selber entscheiden, müsst ihr ein bisschen rein trainieren, sage ich mal, weil ich ein bisschen spüren und dann beim zweiten oder beim dritten Mal merkt ihr dann richtig, wie es abgeht. Okay, dann legen wir doch gleich los. Hä? Okay, ich habe jetzt mal für das Mittlere entschieden, also ich könnte nur mit dem Mittleren trainieren, aber wechseln kann ich immer noch. Timer einstellen. Dann stehen wir hier aufs Gummiband mit einem Bein. Bisschen versetzt, Arme an den Körper. Und wir machen den Bizeps ein bisschen warm. Schultern zurückgezogen. Atmen. Sehr wichtig. Ja. Schön das Tempo anpassen, einen Satz. Wir machen heute die Übungen nacheinander. Zirkeltraining. Ja, noch 5 Sekunden. So. Okay. Jetzt machen wir. Wir bleiben gleich so. Und dann ziehen wir dann die Gummibänder geradeaus hoch auf Augenhöhe. Okay, und los. Ihr könnt so ein bisschen versetzt stehen. Gewicht auf das vordere Bein. Und die Arme sind gestreckt, immer schön schauen auf Augenhöhe und unten auch, dass es noch spannend ist, dass ihr ganz locker lässt. Immer schön, dass ihr unter Spannung seid. Jeppa! Vordere Schultermuskulatur brennt ziemlich schnell. Ja, super. Okay. Jetzt stehen wir mit beiden Füßen drauf. Und die Griffe hinten so, hinter die Schultern. Und dann gehen wir nach unten und wieder nach oben. Schaut, dass ihr schön hinten auf die Fersen stützt und mit den Fersen wieder abstützt. Hä? So weit wie es geht. Die Jolen können noch. Zack. Ja, machen wir dann im zweiten Durchgang vielleicht. Schauen wir, wie wir drauf sind. Jetzt. Wieder auf einem Bein, auf das Gummiband stellen und dann ist die Griffe hochziehen und nur so halten. Hä? Halten ein paar Sekunden. Ja, dann merkt ihr, dass die Zeit wird schwer. Versucht einfach da entgegenzuhalten, auch wenn es ein bisschen nach unten geht, egal. Wichtig ist entgegenhalten, soweit es geht. Noch 10 Sekunden.
Ja, das Brett wird schnell, Schultern brennen sehr schnell. Ja, darum sage ich, Schultern nicht mit zu viel Gewicht belasten. Aber dafür mehr Wiederholungen, da bin ich Fan von dann. Okay. Jetzt wieder auf beide Beine stehen. Und den Trizeps hochdrücken. Vorne die Ellbogen versuchen zusammenzudrücken. Ja. Ich will, dass die Ellbogen schön zusammengedrückt bleiben. Dass wir nur den Unterarm nach oben drücken, bis er etwas gestreckt ist. Dann wieder zurück, wieder nach oben. Und immer schauen, dass die Ellbogen schön zusammenbleiben. Man möchte die fast zusammenbringen, aber das geht ja nicht. Yeah. So, Runde 1 ist Geschichte. Machen wir Runde 2. Ihr könnt die Übungen immer anpassen, wie ihr möchtet. Drei Wochen. Okay, und wieder den Bizeps trainieren. Jetzt könnt ihr das Tempo ein bisschen erhöhen. Ja, es wird dann schön warm am Arm. Schön das Tempo hochhalten, ne? Hochhalten das Tempo. Yeah! Jeba! Schön, schön, schön. Bereit machen für die nächste Übung. Können wir so bleiben. Wieder nach vorne mit den Schultern. Abwechseln, wenn ihr wollt, so euch zu langweilig wird, dann könnt ihr das Tempo auch erhöhen. Machen wir mal so, kommt mal. Auch gut. Jeppa! Yeah! Herrlich! Beine wieder, gut platzieren, hinten hoch und nach unten, nach oben, nach unten, wieder nach oben. Ihr seht, ich bin nicht so breit. Ihr könnt natürlich das Ganze noch erschweren, indem dass ihr unten noch ein weiter auseinander spreizt die Beine. Und die ersten 10 Sekunden geben wir nochmal so richtig Gas. Ja. Ja. Ihr merkt, Schulter-Arm-Training, schön warm. Okay. Und hochhalten, hochhalten. Einfach schauen, dass ihr das schön so weit nach oben haben könnt. Dann in der zweiten Runde wird man natürlich schon ein bisschen, dass es ein bisschen mehr brennt, dann geht man weiter nach unten und versucht, yeah, wieder nach oben zu kommen. Yeah! Und sonst könnt ihr auch das weniger schlimme Band wechseln, das leichtere, aber nee, durchhalten. Ja! Jetzt noch den Trizeps. Hier deine Beine ins Kugelband legen.
Ellbogen zusammen und oben die Fäuste zusammen. Fest. Fest. Ja. Wir haben 30 Sekunden Pause. So, weiter geht's. Ein Fremd, mit dem Fuß auf das Gummiband und dann Tempo erhöhen. Super, 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 super! Jetzt Frontschulter, Schulter hochziehen. Okay, alles. Jetzt brennt es dann schon richtig Runde rein. Durchziehen. Jetzt wird es interessant, wenn es ein bisschen brennt. Jawohl! Ja, nächste Übung. Kniebeuge. Okay, und zurück, wieder hoch, zurück, wieder hoch, zurück, wieder hoch. Ja, das nervt man auch an den Schultern. Gutes Schulterworkout mal. Auf die Beine, den Rücken. Ja! Herrlich, herrlich, herrlich. Jetzt. Zwei letzte Übungen, dann ist er schon durch. Halten. Halten! Einfach so halten, ne? Sieht zwar aus, als wäre dein Vogel am Bruch, am Abstürzen. Bruchpilot! Aber jetzt müssen wir durchziehen. Noch 10 Sekunden! Hoch, 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 hoch! Komm! Ja! Oh, herrlich! Das Gefühl, wenn man dann loslassen kann. Oh. So, letzte Übung. Und diesen Workout, ihr seht, man braucht nicht jeden Tag eine Stunde zu trainieren. Okay, Trizeps. Zieh das nochmal durch, komm doch mal durchziehen, durchziehen, durchziehen. Ja, voilà. Yes, schnell. Ja. Noch 10
10 Sekunden! Da! Yeah! Yeah! Super cool! Training ist durch! Ihr seht, nicht jeden Tag eine Stunde trainieren, sondern wichtig ist, dass ihr abwechslungsreich trainiert. Wichtig ist, dass ihr euch gut ernährt. Wenn ihr alles wissen wollt über Ernährung, könnt ihr unten lesen, was ich supplementiere. Aber wenn ihr sonst noch Infos wollt, kein Problem, könnt ihr auch melden. Kontakt steht auch unten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!